Erfolgreich geht's bei der Spielvereinigung Unterhaching zur Sache, denn die Hachinger sind Tabellenplatz 1 in der Regionalliga Bayern. Das Ganze mit 9 Punkten Vorsprung und auch am vergangenen Wochenende haben sie sich nicht lumpen lassen und sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Eine durchaus hohe Hürde vor der Topkulisse von fast 1900 Zuschauern wartet an diesem 33. Spieltag auf Spitzenreiter Unterhaching. Ansbach, zuletzt mit 13 Zählern aus 6 Partien bärisch in Form, steuert zudem als bester Neuling klar auf Kurs Klassenerhalt. Zudem sind die Mittelfranken im gewohnten Grün im heimischen Xaver-Werth-Sportpark eine Macht. Trotzdem will die Truppe von Sandro Wagner natürlich im Titelkampf nichts mehr anbrennen lassen. Die Gäste begannen auch recht druckvoll, liefen aber in der 5. Minute in einen Konter. Daniel Scheelhorn bringt jedoch nur ein Schüsschen zustande. Haching sehr präsent, während Ansbach kaum aus der eigenen Hälfte rauskam. Jeder Ball, der in den Hausherrenstrafraum segelte, war gefährlich. So auch in der 15. Minute, da findet Simon Skalatidis den Kopf von Christoph Ehlich. Die frühe und wichtige Führung hier in dieser Partie führt den Primus. Auch Durchgang 2 zeigte zunächst ein unverändertes Bild. Die Gäste klar tonangebend. Das Geschehen spielte sich fast ausschließlich in der Ansbacher Hälfte ab. Dann aber in der 77. Minute mit dem öffnenden Pass auf den eingewechselten Stefan Hein. Heid hält erst, bringt ihn dann aber zu Fall. Schiri Christopher Knauer entschied sofort auf Strafstoß. Das ist eine Sache für Liga-Top-Torjäger Hopsch. Souverän verwandelt zum 0:2 in der 78. Minute. Saisontor Nummer 24 für ihn. Überhaupt zeigten die Hausherren eine tolle Moral. In der 88. Minute reklamiert Gästekeeper René Vollert nach einem weiten Freistoß ein Foul an ihm. Es geht aber weiter, perfekt zurückgelegt auf Joker Antonio Paunescu. Aber der schießt den vor dem Tor liegenden Niklas Seefried an. Ganz dickes Ding nochmals für Ansbach. Und Haching war heute die bessere Mannschaft. Du brauchst dann so am Tag, um sie zu schlagen oder um was zu holen. Letztendlich brauchst du dann einen richtig guten Tag. Sie brauchen vielleicht nicht ihren besten. Es würde auch helfen, wenn die erste Chance dann ein gleicher Tor ist. Das hat uns heute auch nicht in die Karten gespielt. Ich glaube, wir hatten nach vorne 3-4 richtig gute Chancen und Momente. Mir war auch vorm Spiel klar, dass wir die bekommen. Da musst du einfach was draus machen. Und dass man dann am Ende, ich glaube, über das Chancenverhältnis geht es dann in Ordnung. Und war heute irgendwie ein Stück weit nicht mehr drin für uns. Im Endeffekt ein richtig geiles Spiel heute. Passend zum Wetter. Wir wussten, dass wir 90 Minuten den Gegner bespielen müssen und das nicht einfach wird. Aber die Geduld haben wir am Tag gelegt und ich glaube, dass man gesehen hat, dass wir über die komplette Spielzeit auch die überlegene Mannschaft waren, sehr dominant gespielt haben, fast ausschließlich in der gegnerischen Hälfte. Natürlich wird der Gegner dann immer mal Nadelstiche setzen, aber die haben wir gut überstanden, gut wegverteidigt und im Endeffekt war es dann, glaube ich, schon ein klarer Sieg für uns. Die Spielvereinigung Unterhaching nimmt also auch die Hürde in Ansbach und darf schon langsam den Meistersekt kaltstellen. Der Vorsprung des Neulings auf die Relegationsränge schrumpft dagegen um einen auf 4 Zähler. Bei uns zu Gast im Studio heute von der Spielvereinigung Unterhaching, der Torwart René Vollert. Servus. Hi. Schon so ein bisschen prickeln auf der Zunge, Meistersekt? Ist der Geschmack schon da? Bisschen, ja. Also das Brett jetzt in Ansbach war schon, oder die Hürde war eine hohe. Und sind froh, dass wir da drüber sind. Ja, rechnerisch brauchen wir noch 7 Punkte. Aber Fakt ist, wir haben auch heute wieder vor der Kabine den Tunnel. Erstmal Türkgücü und dann gucken wir weiter. Und da können wir gleich weiterleiten. Dein ehemaliger Verein. Bei Türkgücü warst du dabei. Mittlerweile hat sich da viel geändert. Ich glaube, von der Mannschaft selber ist außer dem Trainer keiner mehr geblieben. Wie ist es dann so, wenn man dann gegen den Ex-Club noch spielt, wo der Name dann noch kommt? Also in meiner Vergangenheit war es immer so, dass mir das erste Spiel gefühlt sehr wichtig war, egal ob das der KSC war, ob das auch Wackerburghausen war, Uerdingen und Türkgücü. Das erste Spiel war mir extrem wichtig, das zweite ist jetzt wie ein ganz normales Spiel für mich. Also da ist jetzt kein böses Blut, kein Groll, kein nichts. Ja. Türkgücü Sechster, ihr seid Erster, das heißt auch in diesem Spiel, wie im Prinzip die ganze Saison, ihr seid der Favorit, da kommt er nicht drum rum. Macht es ein bisschen was mit einer Mannschaft, auch im Lauf einer Spielzeit, wenn man immer oben ist? Jedes Mal natürlich gefordert wird, aber auch jedes Mal die Erwartung da ist, man muss dieser Rolle gerecht werden. Also für mich, in meiner Erfahrung, sind das die schwierigsten Saisons, weil so ein bisschen mitspielen kann jeder oder eine Überraschungsmannschaft sein. Ja, jetzt sind wir, eigentlich wollten wir nur die Liga halten, jetzt sind wir aber Vierter, Fünfter, ist ja überragend. Es ist leicht zu spielen, aber wenn du von Woche zu Woche immer gewinnen musst, ist das schon eine andere Hausnummer. Von dem her ist es eine sehr schwere Saison und da kann jeder Spieler und die ganze Mannschaft eigentlich stolz sein, wie wir das bisher gezogen haben. Und ohne zu früh schon den Blick Richtung Relegation richten zu wollen, weil ihr die werdet ihr, wenn ihr Erster seid, spielen für den Aufstieg in die dritte Liga.
Und da sind momentan zwei Teams, glaube ich, aus der Liga Nordost, glaube ich, im Rennen. Das sind welche Mannschaften und was hast du für einen Eindruck von denen? Erfurt und Cottbus. Aktuell ist Cottbus 3 Punkte vorne. Die spielen aber allerdings 3 Spieltage vor Schluss, also in 2 Spieltagen gegeneinander. Und da wird sich dann, ja, wahrscheinlich wird dann eine Tendenz zu erkennen sein. Aber ich habe mich jetzt groß mit den Mannschaften noch nicht beschäftigt, weil wir ja bewusst den Fokus von Spiel zu Spiel legen, auch jetzt noch. Also wir sind jetzt nicht in der Planung in irgendwas, sondern wir lassen uns da überraschen, nehmen es, wie es kommt. Und wie gesagt, erstmal Türkgücü. Eine Sache, die in den vergangenen Wochen so ein bisschen unter Haching rumgeschwirrt ist, war, dass es hieß, oh, es gibt Unruhe wegen dem Stadion. Das ist mittlerweile geklärt. Es war so, dass der Pachtvertrag von Seiten der Gemeinde gekündigt wurde. Und jetzt mittlerweile ist es so, Spielverein Unterhaching hat einen Pachtvertrag und die Munich Ravens, das American Football Team, wird dort ebenfalls spielen. Dann hieß es, ja, es gibt ein bisschen Verzögerung bei den Gehaltszahlungen. Auch das hat sich ja alles geklärt. Aber kommt sowas an eine Mannschaft ran? Also habt ihr Spieler da auch so mal so ein bisschen Hellhörigkeit entwickelt, sagt, was ist denn eigentlich los jetzt gerade? Das wäre eine Lüge, wenn nicht. Ja. Also umso extremer, umso besonderer sind diese Leistungen, die die Mannschaft bringt, das Trainerteam bringt, alle, die drumherum sind, bringen, weil es wäre eine Lüge, wenn man sagt, sowas lässt einen kalt. Ja, wir sind alles intelligente Jungs, die nicht nur kommen, Job abarbeiten und nach Hause gehen, sondern wir sprechen, wir unterhalten uns. Und natürlich waren das Themen auch in der Kabine, aber wir haben versucht, auf das Einfluss zu nehmen, was wir beeinflussen können, und das ist die sportliche Leistung. Und da, wo wir jetzt stehen, stehen wir auch aufgrund dessen, weil wir den Fokus da gut halten konnten. Aber natürlich war das Thema. Also das wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, nein. Und der Trainer wird zum Ende der Saison aufhören. Das war schon so ein bisschen etwas, was sich abgezeichnet hat, dass Sandro Wagner dann wahrscheinlich eine nächste Station, eine andere Herausforderung sucht. Er hat ja sehr große Ambitionen. Ist da auch noch mal so ein Schwung drin, dass die Spieler sagen, okay, also dann wollen wir mit dem Trainer auch das Maximum rausholen, wie so eine Art Abschiedsgeschenk auch für ihn? Abschiedsgeschenk, also die Gedankenrichtung würde ich jetzt nicht unbedingt unterstützen, aber Fakt ist, dass Sandro Wagner einen unfassbar großen Anteil hat daran, wo wir jetzt stehen. Er hat dieses Team geformt, diese Spielweise geprägt, diese Mannschaft geführt, und jeder Einzelspieler hat unfassbar viel gelernt, ich auch, selbst mit 32, 33 Jahren, für mich inhaltlich die lehrreichste Saison, was den taktischen Bereich angeht im Fußball, und dementsprechend wollen wir natürlich, okay, gebe ich dir dann doch wieder auch recht, dass es für mich persönlich auch eine Motivation ist, die Saison auch für ihn bestmöglich abzuschließen. Und am Ende des Tages kann es, glaube ich, jeder nachvollziehen, weil er einfach ein unfassbar guter Trainer ist, dass er die nächsten Schritte machen will. Wenn man deine Vita guckt, ich habe es mir hier so ein bisschen ausgedruckt, dann sind da einige Stationen mit einigen Vereinen, du hast ja schon ein paar aufgezählt. Was würde es für dich bedeuten, nochmal auch diesen Sprung in die dritte Liga zu schaffen? Also nochmal einen Aufstieg mitzunehmen? Und du bist ja nun hier nicht der Uralt-Torwart. Also da sind ja noch ein paar Jahre drin. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass der Verein ja mittelfristig sowieso nach oben möchte. Und ich bin ja jetzt nicht nur ein Jahr hier, sondern noch weitere 2 Jahre hier. Von dem her ist es natürlich auch unser Anspruch, mein Anspruch, da nochmal nach oben zu kommen. Ich würde den Aufstieg unfassbar gerne mitnehmen. Allerdings, um da ohne zu viel vorzugreifen, ist meine Rolle auch bewusst so gewählt, dass wir unseren jungen Talenten dann auch eine Chance geben, dass die sich nicht mit einem 35-jährigen Torhüter messen müssen, der über 200 Drittligaspiele hat, sondern dass die einfach ihre Chance bekommen, auf die Plattform zu kommen, und das möglichst schon nächstes Jahr in der dritten Liga. Von dem her, meine Rolle ist da relativ klar definiert, und da bin ich sehr, sehr, ja, freudig auch darauf. Ja. René, wir werden die Namenseinblendung René Vollert, Aufstiegsheld bzw. Drittliga-Torwart, dann schon auf jeden Fall vorbereiten. Danke, dass du heute da gewesen bist. Danke auch für die Einladung.